Jetzt gehen wir frisch ausgeruht schön zum Schmied und geben unser Geld aus. 4200 Münzen. Ja, das lässt sich echt sehen. Na, findet ihr die Tür wieder nicht? So, der Schmied war hier oben, ne? Was liegt denn da? Ach so, da hatten wir was liegen lassen. Ups. Nehmen wir doch gleich mal wieder mit. Wo ist das Schwert? Ah, okay. Düner hier hat das Schwert noch. Gut, gut. Das sollten wir nicht unbedingt in der Hand haben, wenn wir jetzt hier wieder reingehen. So. Ja, jetzt sind noch alle fleißig am Arbeiten. Hämmer, Hämmer. Huhu. Wir möchten was kaufen. Beziehungsweise verkaufen erstmal. Ah, Kylies Dolch nervt irgendwie mischen. Ich glaube, das mache... Habe ich den jetzt gerade verkauft? Nee. Ich glaube, das mache ich gleich mal offscreen. Laufe ich kurz. Oder beziehungsweise durch Zeitraffer. Laufe ich kurz in die Mine runter und suche da nach dem Bergarbeiter. So, das kann auch alles weg. Weg, weg, weg. Ach ja, kommt doch gut was zusammen. Auch wenn wir jetzt, wo wir für die Zöpfe 50 Goldmünzen bekommen, es uns sparen können, die ganzen Schwerter und Bögen jedes Mal mitzunehmen. Die magischen Pfeile sind ja auch nicht sehr viel wert. Das kann auch weg. So, und was hast du noch? Du hast ein Langschwert plus 1. Ein Langschwert ist aber nicht ganz so gut wie ein Bastardschwert, ne? 1W8 plus 1. 2W4. Also, plus 1. Das heißt, einer macht 1 bis 8 und das hier macht 2 bis 8. Okay, ein Grundschaden mehr ist nicht ganz so viel. Und es wäre schon mal magisch. Das heißt, es könnte erstens nicht zerbrechen. Und zweitens könnte dann auch Khalid Gegner treffen, die nur von magischen Waffen verwundet werden. Gucken wir, was er noch so hat, bevor wir jetzt was kaufen. Streitkolben plus 1. Kann sie leider nicht benutzen. Eine Schleuder plus 1. Und die kostet fast nichts. Ja, das holen wir mal kurz. Bum, 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 bum. Genug Steine hast du? Ja. Düner hier auch? Ja. Eine magische Rüstung vielleicht. Plattenpanzer? Nee. Normaler Schild plus 1. Okay, das wäre dann 1800 plus das 1000, plus die 1500 von dem Schwert. Wären wir bei 3300. Und hätten immer noch 900 Puffer für etwaige Todesfälle. Die, sagen wir mal ernst, so oder so kommen wir. Ah, Feldharnisch. Ah, oder wir sparen auf das da. Rüstungsklasse 1. Unsere Plattenpanzer haben eine Rüstungsklasse von 3, wenn ich mich richtig erinnere. Aha. Aber dann wäre wieder nur ein Charakter wirklich gut ausgerüstet. Ich würde jetzt lieber alle meine Charaktere so ein bisschen besser ausrüsten, anstatt einen Charakter ganz gut auszurüsten. Also holen wir das normale Schild plus 1. Und... Na, wo bist du? Das Langschwert plus 1. Naja, was muss, das muss. Langschwert bekommt Khalid. Bastardschwert bekommt... Ja. Und Schild plus 1 bekommt Girokon. Minus 4. Ah, das ist doch cool. Minus 1 ist nicht ganz so toll. Na gut, dann kriegt ihr den Ring. Weil es ist ein bisschen ungerecht, dass ich immer meckere, dass Khalid stirbt, wenn er halt auch so eine schlechte Rüstungsklasse hat, ne?
Na gut. Was ist mit ihm? Er hat auch minus 2. Ja, minus 2, minus 2, minus 3 ist doch einigermaßen ausgeglichen. So, das kann dann theoretisch auch gleich wieder verkauft werden. Das kann dahin. Kurzschwert. Immerhin hat schon ein Kurzschwert. Düne hier wird es nicht gebrauchen können, also kann das auch weg. Na, die Schleuder wird nichts wert sein, aber ja, kann auch weg. Ein magischer Bogen hätte auch noch was. Aber haben wir bisher noch keinen gesehen, ne? Skype wieder zu ihr. Okay, dann verkauf noch mal kurz. Das, das, das und das. So. Ja, doch, lässt sich sehen. Zwei magische Waffen, zwei magische Schilde. Ah, drei magische Waffen, wenn man Jahiras Schleuder mitzählt. Denn wagen wir uns mal wieder zu den Räubern. Ein Tempel? Oh. Meinte der Priester aus Naschke vielleicht, wir sollen diesen Kommandanten in den Tempel bringen? Aber nee, nicht ablenken lassen. Wir wollen jetzt in Larswood weiter aufräumen. Speichern wir mal kurz ab. Dann gehen wir langsam wieder durch. Oh, wir sind noch am ganz anderen Ende. Okay, dann erforsche ich erstmal die Ecke hier und gehe dann so rum. Ne, wir wollen da, genau. Bis gleich. Also wie ihr sehen konntet, haben wir bisher keine einzigen Räuber gefunden. Nur jede Menge Kreischlinge. Okay, und diesen Turm hier, aber der scheint verlassen zu sein und nicht zugänglich. Kann es sein, dass die Banditen hier abgezogen sind? Entweder das oder die schlafen einfach alle nachts. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob unsere letzten Kämpfe gegen die Banditen tags oder nachts waren. Ich glaube, die waren primär tagsüber. Naja, so oder so soll es mir recht sein. Kann ich das Gebiet hier in Ruhe zu Ende erkunden, ohne mir großartig Sorgen zu machen, dass gleich wieder einer von unseren Helden stirbt. Das heißt, ich rase jetzt hier jetzt rum und erforsche das letzte Gebiet, das letzte Fleckchen hier. Und danach können wir uns mal in Paled Vale wieder umschauen oder eventuell in dem kleinen Gebiet hier. Hätte es nicht sagen sollen, dass keine Banditen kommen, oder? Jetzt sind es schon vier in einem Trupp. Na gut, gleiches Spiel wie immer. Alle gehen auf einen, aber wir lenken die so weit ab, dass sie nicht mehr schießen, sondern in Nahkampf kommen. Und möglichst viel Schaden auf den ersten Typen. So. Gehen alle auf Gerugon, schön, schön. Ja, so muss das laufen. Alle auf den da. Und jetzt ist Minsk das Ziel, das ist nicht so toll. Er hat halt kein Schild. Aber er ist ein großer Junge, das passt schon. Ah, super, super. Oh, und ein Level Up. Wenn man bedenkt, dass noch bis vor kurzem ein Dreiertrupp von denen uns immer wieder umgebracht hat, ist das schon beeindruckend. Na, 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 wo willst du hin? Schreckenswolf? Ah, super. Okay, erstmal wieder alle sammeln. Dann die
Schreckenswölfe und dann gehen wir dem hinterher. Na, Minz, kommst du nicht durch? So. Ganzen Herzen bei der Sache. Für die Gerechtigkeit. Na, habt ihr es bald? Okay, so, und jetzt den Maditen hinterher. Da wartet ihr doch ganz lammfroh. Und zack, zack. Schnell die Pfeile einsacken und das Gold. Hier hinten lagen ja noch ein paar, ne? Ja. So, und Düner hier Level up. Schön, schön. Was kann sie jetzt? Ah, noch ein magisches Geschoss mehr und Unsichtbares entdecken. Ja, das passt doch. Auf Stufe 3 freue ich mich schon. Auch wenn wir noch keinen Zauber für sie haben. Aber da sind richtig nette Sachen bei. So, Minsk, sammeln wir ein paar Panzer auf. Nur die kosten ja schließlich irgendwie 100 Goldmünzen im Händler. Also werden wir sie wohl für ein bisschen weniger verkaufen können. So. Da wird wohl kaum was sein. Dann mache ich mal kurz den Rest. So, das Gebiet hätten wir jetzt auch befreit von den ganzen Banditen. Und ich husche jetzt kurz nach Nashkel runter zu den Minen und suche den Kylie. Das Ganze mache ich im Zeitraffer, aber wenn es trotz Zeitraffer länger als 20 Sekunden dauert, dann werde ich das wahrscheinlich rausschneiden und euch danach berichten, wie es gelaufen ist. Also bis gleich. Stimmt, wir haben auch ganz vergessen, mit ihm zu sprechen. Na Gott sei Dank, ihr seid lebendig zurückgekommen. Ich muss schon sagen, ihr seid der schönste Anblick, den ich in den letzten Wochen hatte. Ich werde den Leuten sagen, dass sie wieder an die Arbeit gehen können. Wir müssen schließlich Erz fördern. Wir können es zwar aus Angst vor den Räubern nicht ausliefern, aber das ist nicht mein Problem. Am besten erzählt ihr dem Bürgermeister, was ihr hier getan habt. Der gibt euch bestimmt eine Belohnung. Ja, das haben wir eigentlich schon vor einer Woche oder so gemacht. Aber ja, gut. Es gibt ja noch keine E-Mails und so weiter. Dann schaue ich mich mal um, ob der Kylie vielleicht hier oben inzwischen ist. Das wird das Ganze ein bisschen erleichtern und sonst geht's halt ab in die Minen im Zeitraffer.